abschließen können. Und ich denke, das ist ziemlich normal. Also eine Gehirnerschütterung hat jeder mal. Genau, ich würde sagen, wir gehen den Bogen jetzt erst durch. Und gucken dann mal. Und dann machen wir die Tests in Ordnung. Okay. Sind Sie nochmal versichert? Okay. Genau. Gut, dann fangen wir an mit den Fragen. Hat die Gehirnerschütterung Auswirkungen auf Ihren jetzigen Beruf? Also merken Sie da irgendwas oder waren Sie überhaupt seit dem Unfall schon wieder arbeiten? Ist das aktuell geregelt bei Ihnen? Aktuell sind Sie noch krankgeschrieben. Okay, was machen Sie beruflich? Ja. Wahrscheinlich dann eine 8-Stunden-Schicht, oder? Verlauf durch, beziehungsweise ob Sie in der Vergangenheit schon mal bestimmte Krankheiten hatten. Das muss natürlich auch alles gecheckt werden. Liegen bei Ihnen psychische Erkrankungen vor? Okay. Haben Sie Asthma? Also ja. Haben Sie irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes. Okay.
Okay, welche? Erkennen.
Sie sagen mir, wann Sie die Finger nicht mehr in Ihrem Blickfeld sehen, ja? Genau, sagen Sie dann einfach jetzt. Okay. Ja. Richtig. Genau. Sehr gut. Also mit dem Nerv ist auch alles gut. Ihre Augenbewegungen sind natürlich alles normal. Bislang konnte ich da keine Mängel oder irgendwas feststellen. Also machen sie auf jeden Fall sehr gut. So, und dann kommen wir noch zu einem letzten Test für heute. Und zwar möchte ich ihr Gesicht allgemein testen. Und ja, einfach um zu schauen, ob sie auf ihrer linken Gesichtshälfte und auf der rechten Gesichtshälfte dasselbe Empfinden haben. Es kann ja sein, dass die eine Seite irgendwie taub ist und sie merken das vielleicht nicht so gut. Das testen wir jetzt. Dazu berühre ich sie. Und sie sagen mir einfach, ob sie auf der linken Seite und auf der rechten Seite das Gleiche verspüren. Sorry. Also sie sagen mir, fühlt sich das hier genauso an? Das hier fühlt sich genauso an. Okay, das ist schon mal sehr gut. Und wenn ich sie mit diesem Schwämmchen hier berühre, fühlt sich das genauso an wie das. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich drücke noch mal so ein bisschen zu. Nicht erschrecken, mache ich auch nicht so toll, keine Sorge. Das fühlt sich für sie auch gleich an, oder? Ja, das ist schon mal sehr gut. Okay. Also sie merken keinen Unterschied, egal ob links oder rechts. Alles fühlt sich gleich an. Gut. Gut, dann haben wir auf jeden Fall keine Lähmungserscheinungen. Das ist schon mal das Wichtigste. Kann natürlich immer mal passieren dann. Ja, aber das ist doch super. So, grundsätzlich konnte ich jetzt wirklich nichts feststellen. Also sie haben alle Tests sehr, sehr gut gelöst. Sehr gut bestanden, auch bei dem Geruchstest. Alles richtig geraten, beziehungsweise gewusst natürlich. Und ja, ich werde Ihnen das gleich alles nochmal ausdrucken. Damit sie das dann einfach nochmal alles auf einem Zettel haben, die ganzen Testergebnisse. Und das können sie sich dann vorne an der am Empfang abholen, ja. Okay. Ja gut, falls sie nochmal Beschwerden haben sollten oder irgendwas, dann kommen sie natürlich gerne wieder. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das eigentlich. Und von meiner Seite gibt es da jetzt nichts mehr. Haben Sie noch Fragen? Nee, okay. Ja gut. Dann, Ihnen noch einen schönen Tag und ja, danke, dass Sie da waren.